herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Motorsport Manager mit Varuna Racing. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Like oder ein Abonnement da. Also ein Abo. Ihr könnt auch gerne in den Kommentar schreiben, wie ihr denn das Let's Play findet. Wir spielen weiter mit unserem eigenen Team und sind diesmal in Mailand. Wir nehmen Gendarmole Media als Sponsor. Wir verlieren trotzdem weiterhin unsere Gelder. Ja, es wird leider auch noch so ein bisschen sein. Wir hatten ja in der letzten Folge noch ein bisschen Sofortzahlungen von den Sponsoren bekommen. Aber das reicht natürlich bei weitem noch nicht. Dann gucken wir mal, was in Mailand jetzt geht. Mindestens 8er müssen wir werden. So, jetzt geht natürlich hier wieder der Staubsauger an. Ich hoffe, ihr hört es nicht. So. Abtrieb eigentlich nicht so viel. Das ist eine Hochgeschwindigkeitsstrecke. Deshalb lasse ich das eigentlich mal. Soft Tires. Der hier scheint mir schon ein bisschen klarer zu sein mit dem, was er will. Wir geben auch mal ein bisschen mehr auf Geschwindigkeit. Und ich glaube, er möchte trotzdem hartes Fahrwerk haben. Es wäre doch mal interessant, wenn wir es schaffen, gleich zu Beginn das Richtige einzustellen. Was sagt denn das Wasser? Nichts. Dann schicken wir einfach beide raus mit einem Zwei-Runden-Stint. Einmal Vollgas, dass wir mal eine gezeitete Runde haben. Letztes Mal Anthony auf Platz 5. Überraschend. Gomez hätte den 9. Platz, glaube ich, machen können. Ist aber zurückgefallen in der letzten Runde. Das war schade. Komplett zufrieden über Getriebe. Fahrverhalten ist sehr zufrieden. Es kann sein, dass das Getriebe trotzdem ein bisschen zu lang übersetzt ist. Dass sie nicht richtig aus den Kurven rauskommen. Aber sie sind fast zeitgleich. Das ist schon mal gut. So, die müssten jetzt eigentlich gleich wieder reinkommen. Und es sollte nicht für eine weitere Runde reichen. Doch. Ja, ist okay. Ich dachte, es reicht nicht für eine weitere Runde. Dann ist der Spritverbrauch ja eigentlich relativ gering. So, interessant finde ich auch immer noch, dass die Autos durcheinander durchfahren. Setup, Getriebe passt, Aufhängen passt nicht. So, würde ich jetzt mal sagen. Abtrieb. Wahrscheinlich wollen sie schon ein bisschen mehr haben. Ja, das ist zu viel. So. Gut. Stint rausschicken, reinholen. Will gar nicht so viel. Dann machen wir nur 15,5 und gucken mal, was das sagt.
eigentlich eine relativ schnelle Runde. So, wir müssen auch noch ein bisschen gucken, dass sie beide die Reifen durchkriegen auf Level 3 und den Rennen drin. Gomez hat es nicht gepackt. Ach, Gomez war vor. Hä? Das verwirrt mich jetzt ein bisschen. So, wir haben die richtigen Entscheidungen getroffen, wobei ich glaube, dass der Abtrieb hier doch weniger sein sollte. So, wir probieren so und schicken ihn aber jetzt auch mal auf den Long Run. Damit er noch ein bisschen was an Zeiten reinholt. Was kommt es denn jetzt? Ha, perfekt. Gibt's ja nicht. Stint. Maximal los. Also das war eigentlich gut jetzt. Zweimal Setup geändert. Und gleich alles pink. Da bin ich dann doch zufrieden. Gomez hat es nicht mehr geschafft, eine gezeitete Runde zu fahren. Und Anthony schafft es auch nicht, seine Zeit zu verbessern. Das ist auch doof, haben wir einfach. Aber wir sind beide bei Level 3. Das ist immerhin schon mal etwas. Und wieder einer steht auf 2. Ich weiß nicht, wie die das hinkriegen. Boxenstops sind eine Sekunde schneller. Bringt mir das was? Ich weiß halt nicht, was die 15% Leistungsverbesserung wirklich bringen. Ach, guck mal. Damit bin ich auch zufrieden. Für 9 Runden können wir tanken. Die halten 10 Runden. Wir müssen 7 Runden hinkriegen. Wir haben 12 Runden mit den Scheißdingern fahren. Ist ja hammerhart. Der Gomez. Da hoffe ich mal, dass der was aus dem zweiten Platz hier macht. Kann nämlich den kompletten Stint Vollgas durchfahren. Endlich mal ist er vorne. Ist ja eigentlich unser erster Fahrer. Vielleicht hat er es jetzt endlich mal verdient, dass wir es hinkriegen. Der Vorteil ist, er kann wirklich die ganze Renndistanz jetzt Vollgas durch. Aber da kommt schon einer. Ich weiß gar nicht, wie die einfach überholen können. Beide fahren vorne mit, das freut mich. Er kann 10 Runden fahren. Noch. 7 jetzt nach 3 Runden, das ist gut. Dann sollten wir ein gutes Ergebnis erreichen in diesem Rennen. Aber ich möchte es eigentlich nicht verschreien. Da vorne ist schon 4 Sekunden in einer Runde weg. Der hat doch bestimmt irgendwas gedreht.
Gomez hält mit. Oh, auf den Ding muss man natürlich aufpassen. Aus Benzin. Wir dürfen ja bloß 9 Runden tanken. 9 Runden fahren. Ja, wir machen Gomez hoch. Nee, wir machen so. Anthony soll Gas geben und Gomez fährt eine Runde länger. Der kann das auch mit den Reifen. So, die halten noch 3 Runden. Das ist gut. 2 Runden sollten sie noch durchhalten. Der Gomez muss langsam machen. Man muss sich ein bisschen Sprit sparen lassen. Ja, 0 ist natürlich schlecht. Gomez hat es aber gerade so in die Box geschafft. Ah. Anthony hätte noch vorbei können, aber die haben gesperrt. Verdammt. Ich hoffe mal, dass diesmal beide weit vorne landen. Dann könnten wir auch in der Konstrukteurswertung vielleicht nur ein bisschen. Was macht der denn? Wie kann der so viel Gas geben? Runde 11 beginnt schon. Ich weiß nicht, wo die die Power hernehmen, verdammt. Ja, ist scheißegal, ob die Reifen dahin schmelzen. Wir sind alles im Plan. Es passt alles. Die Nummer 6 wird schon langsamer. Die ersten zwei sind so weit weg, das gibt's nicht. Ich frage mich, was die machen, dass die so schnell sind. So, nächster Boxenstopp. Der sagt mir hier, dass der auf 0% nur sein wird, also bei mir ein bisschen hin.
Gummis muss auch noch boxen, stoppen. Ist ein recht schnelles Rennen, 21 Runden nur. Anthony ist im Kampf. Und Gomez hat Anthony in der Box überholt. Ach, die rutschen einfach so durch. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Die sind bestimmt von meinem Sponsor bezahlt worden, damit sie schneller sind und wir keine Kohle kriegen. Gibt's nicht. Wir fahren eigentlich super gut mit, aber irgendwie reicht's nicht, um vorne mit dabei zu sein. Das ist sehr schade. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, wenn die Reifen zu heiß werden. Das hatte ich ja schon mal überlegt. Dass eigentlich die Reifentemperatur eine große Rolle spielt. Okay, die 9 hat schon mal einen technischen Defekt. Ich hoffe mal, dass das auch was bringt. Cavalcanti ist das. Vielleicht fliegt die gleich raus. Man muss aufgeben. Wäre natürlich gut. Oh. Ah. Ich Vollidiot habe wieder vergessen, am Sprit zu gucken. Dadurch hat Anthony wieder 2 Plätze verloren. Verdammte Axt. Mann, Mann, Mann. Das war definitiv ein schnelles Rennen. Aber Gomez ist wenigstens in den Punkten, dass wir Kohle kriegen. Das ist doch dann immerhin ein Erfolg. 600.000 kriegen wir, glaube ich. Gomez macht einen Satz nach vorn von 19 auf 17 und Anthony auch einen Platz, glaube ich. Und wir sind an Octane Racing dran. Das heißt, wir könnten noch einen Platz in der Konstrukteurswertung nach vorne rutschen. Moral ist bei beiden sehr hoch. Die Marktfähigkeit hat sich auch ein bisschen verbessert, aber wir haben halt fette Schulden. Die Fahrer sind gut. Die Mitarbeiter auch. Ja. Auch ich mache mir immer die Marktfähigkeit kaputt. Ich mache mir alles selber kaputt, das gibt's nicht. Ach nein. Sollen sie halt minus 5 Moral kriegen, die Mechaniker. Da können wir jetzt auch nichts dran ändern.
So, wir haben mal wieder ein bisschen Pause. Drei neue Sponsoren. Was nehme ich dann? 16. oder besser? Das kriegt man hin. Also nehmen wir die Kohle mit. Und hier. 2. oder besser. Da gibt es halt leider kein direktes Preisgeld. Deshalb warten wir noch ein bisschen. Hoffen, dass da noch ein, zwei Angebote reinflattern, die uns direkt ein bisschen Kohle geben. Nehmen wir halt den. Bevor wir gar nichts kriegen, nehmen wir 100.000. Die Fahrer laufen die Verträge aus. Sollen wir unserem. Wir haben halt natürlich nicht gescoutet nach irgendwelchen anderen Fahrern. Und ich glaube, die wollen auch alle nicht zu uns kommen. Ne, wir haben nicht richtig gescoutet. Das war ein bisschen doof. Deshalb, Geld ist dir sehr wichtig. Ja, ist mir klar. Ein langer Vertrag. Nicht sehr wichtig. Okay. Dann verhandeln wir mal mit dem und mit dem Gomez auch. Ja, die wollen alle einen Haufen Kohle. Aber tun wollen sie nichts. So, wir warten darauf, dass sich die unsere Fahrer melden. Das war es aber von dieser Folge. Meine relativ kurze mit nur 24 Minuten. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, Kommentar oder sogar ein Abo. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao.